Bei mir gibt es halt keinen Filter. Es gibt bei mir nicht Vordergrund oder Hintergrund. Das ist für mich einfach alles eins ist. Das ist sowohl bei Bildern als auch bei Geräuschen so. Also das ist jetzt so ein typisches Bild. Leute, die ich gefragt habe, die haben zuerst auf den Jungen und auf das Bild hier geguckt. Aber als ich jetzt zum Beispiel drauf geguckt habe, habe ich zuerst zum Beispiel gesehen, dass der Kleber da ausgelaufen ist. Oder dass hier die Ente einen total blöd aussehenden eckigen Schnabel hat. Oder zum Beispiel, dass hier hinten das Auto zwei Sitzbänke hat, aber das Lenkrad fehlt oder sowas. Das ist sehr viel Stress. Das stopft meinen Kopf quasi voll. Also, ich habe Asperger-Autismus, ich bin Asperger-Autist und Asperger ist eine Form von Autismus, aber eine leichtere Form von Autismus. Also, es ist jetzt nicht so irgendwie, dass ich nicht reden kann oder irgendwas anderes. Wenn man mich halt irgendwie das erste Mal sieht, dann würde man das nicht denken. Also ich weiß, ich rede oft wahnsinnig schnell. Das liegt auch daran, dass ich immer so viele Gedanken gleichzeitig im Kopf habe. Es ist immer manchmal schwierig, da so alles langsam rauszubringen, weil die Gedanken, die drücken halt immer so. Das muss immer raus. Aber ich hoffe jetzt, dass man mich dann trotzdem versteht. Wir haben halt Autismus testen lassen und dann wollten wir die Hochbegabung auch direkt mittesten lassen. Das Ergebnis war, dass ich hochbegabt bin. Zu meinem Autismus kommt auch noch die Hochbegabung dazu. Asperger-Autismus ist eine Behinderung und es ist halt auch unter anderem eine sozial-emotionale Störung. Das heißt, dass die Kommunikation da mit anderen nicht so gut klappt und dass ich Konflikte zum Beispiel nicht so gut lösen kann. Und in der Schule ist es immer so, da höre ich zum Beispiel den Lehrer genauso doll wie das Ticken der Uhr zum Beispiel. Oder wie den Lärm der Klasse oder die Geräusche von den Gartenarbeitern, die draußen im Park arbeiten. Who can say in German what they need to do? Gruppenarbeit ist für mich total bescheuert. Finde ich schrecklich. Ja, das ist irgendwie so zu viel und zu wuselig und auch zu laut. Janis, was willst du denn machen? Also wenn man KFC nimmt und das dann auf Deutsch sagt und die beiden hinteren Wörter umtauscht. Dann wird daraus etwas, das könnt ihr euch selber überlegen, ich sag das mal nicht. Aber Janis, was hat das denn jetzt mit dem Thema zu tun? Naja, dass man daraus ein ziemlich unschönes Wort machen kann. Aber das hat ja jetzt nichts mit der Freizeitaktivität in den Ferien zu tun, ne? Nee, hat's doch nicht, aber ich habe eine rausgesucht. Dann stell die mal vor. Man kann Fähre fahren. Von 0 bis 5 Euro. Mit der Fähre fahren? Okay. Wenn ich total unruhig bin oder wenn ich irgendwas halt nicht gut finde, aber es nicht selber so gut ausdrücken kann, sondern da irgendwie bei Hilfe brauche, dann habe ich dann noch eine andere Strategie. Nämlich dann habe ich noch meine Grenzkarten. Da steht dann irgendwie so drauf, Stopp oder ich fühle mich unsicher. Ich brauche Hilfe, lass mich in Ruhe, solche Sachen halt. Da stehen die wichtigsten Dinge drauf, die man halt so braucht oder so. Das heißt zum Beispiel, ihr müsst Informationen suchen zu, was ist das überhaupt für eine Aktivität? Wie heißt die? Wie teuer? Und wie bekomme ich weitere Informationen? Mir fällt das auch auf, dass er es sehr schwer in der Klasse hat. Ich glaube, weil am Anfang wussten halt nicht alle, dass er hochbegabt ist und Autist ist. Und deshalb haben ihn halt nicht so viele gemocht am Anfang, weil alle dachten, dass er einfach ein normaler Mensch wäre, glaube ich, deswegen. Er sagt halt immer,
Ja, das liegt an meinem Autismus. In Physik hat er mal so einen Notausknopf gedrückt. Und es ist zum Glück nichts passiert, weil er ausgeschaltet war. Nun waren die Jungs alle auch voll wütend in der Pause. Was? Das liegt doch nicht an seinem Autismus. Also ich finde den Janis nett. Er ist ein bisschen anders als wir. Er nimmt Dinge persönlicher als andere. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel zu jemandem sage, du blöde Kuh oder so, dann vergisst die das nach 2 Sekunden wieder. Aber er denkt da in 2 Tagen noch dran. Mir fällt im Alltag oft schwer, mit anderen halt zu kommunizieren, weil die oft etwas anders verstehen. Ich erkenne zum Beispiel oft bei anderen nicht, wenn die traurig sind oder so. Oder wenn die irgendwelche anderen Gefühle haben. Aber die anderen erkennen das bei mir auch nicht. Mich macht das oft traurig, dass ich das Gefühl habe, dass mich niemand versteht. Ich habe mir drin ein kleines Schrankzimmer eingerichtet, dass wenn ich halt irgendwie es mir nicht gut geht, ich müde bin, ich genervt bin, ich wütend bin, dann gehe ich hier rein und dann kann ich halt einfach die Türen zumachen. Im Alltag ist es halt meistens so, dass ich mich dann hier drin quasi abtrennen kann. Wenn die Tür zu ist, dann bin ich komplett abgeschlossen vor allem anderen. Und es tut mir dann meistens gut, wenn ich alleine irgendwo in kleinen Räumen, wo nichts ist und so. Also ich wünsche mir eigentlich nicht, nie, dass ich keinen Autismus habe, sondern eigentlich finde ich das sogar gut. Die Therapie versucht ja im Moment, mir da manche Probleme leichter zu machen. Und wenn ich mit den Problemen halt besser umgehen kann, dann wird es für mich auch leichter. Soziale Interaktion, das ist ein Bereich, der ist bei den meisten Kindern mit dem Asperger-Autismus anders. Ne? Wie ist das bei dir? Also soziale Interaktion, das ist ja, wie man sich miteinander versteht und was man halt so, was da halt, dass man die anderen auch versteht, ne? Was die so denken und was die fühlen. Und das ist manchmal gar nicht so einfach, oder? Nee, das ist doch nicht einfach. Man selbst versteht die anderen nicht und die anderen verstehen einen selbst nicht. Das ist so ein bisschen, als würden wir unterschiedliche Sprachen sprechen. Mhm, genau, ne? So wie mit verschiedenen Sprachen. Wollen wir uns noch mal einen angucken? Ja. Okay. Das Kind ist wütend. Das ist wütend. Woran erkennst du, dass das wütend ist? Dass in dem Mund so die Zähne so aufeinander gebissen hat und die Augen so schmal sind. Ja. Ja. Und woran noch? Dass die gerade so diese Faust hat. Ja, genau. Ne? So richtig die wütende Faust. Ja. Wie ist es bei dir, wenn du wütend bist? Kannst du es zeigen? Weiß ich jetzt gerade nicht so spontan, das ist immer anders. Mhm. Mhm. Genau, das ist nämlich auch das Ding, ne? Nicht jedes Kind, das wütend ist, sieht ja gleich aus. Ja. Man erkennt das ja an so ein paar Sachen. Nicht jeder sieht so aus. Genau. Und das heißt andauernd immer, Autisten haben keine Gefühle, aber das ist totaler Schwachsinn. Das stimmt nicht. Autisten haben viel, viel mehr Gefühle, können die aber nicht so gut ausdrücken. Und weil sie sie nicht so gut ausdrücken können, meinen die anderen, sie hätten keine. Das ist aber Schwachsinn. Das stimmt nicht. Janis ist mein Freund und wir haben halt oft die gleichen Ideen, weil ich habe ja auch Autismus. Er ist einzigartig und ich komme sehr gut mit ihm klar, weil wir halt beide Autismus haben und uns sehr gut verstehen. Also ich brauche immer einen ganz genauen Plan von einem Tag und wenn es da keinen genauen Plan gibt, dann bin ich, fängt wieder so eine Reizüberflutung an. Genau, und dann, wenn ich die Kids halt schon so habe und die irgendwie so wild durcheinander liegen oder so, dann ist das für mich auch irgendwie. Dann gibt es da keine klare Struktur. Ich brauche immer eine klare Struktur. Dann würde ich halt so und so. Oder irgendwie so und so oder so. Halt irgendwie was machen, was einigermaßen gleich symmetrisch aussieht. Ich bin richtig froh, dass demnächst Sommerferien sind. Ja. Wie viele Wochen sind es noch?
bis zu den Sommerferien. Zwei, aber du hast nur noch 7 Schultage. Was würdest du dir denn am meisten wünschen, was anders sein sollte nach den Ferien? Naja, dass es irgendwie ruhiger ist. Nicht mehr so laut, nicht so viel. Glaubst du, das geht in deiner Schule? Glaube ich ehrlich gesagt nicht wirklich. Radau! Und weißt du, was auch besser geworden ist? Was? Dass wenn du dich so aufregst und ich mich dann auch irgendwann ein bisschen mit ärgere und ich sage, dass du mal rausgehen sollst. Das konntest du ja früher auch nicht, ne? Und jetzt kannst du das oft. Ja. Dann haben wir beide eine Pause. Hallo. Hi, Janis. Hallo. Schön, dass du da bist. Bist schon aufgeregt wegen heute? Ben ist ein Junge aus unserer Schule. Der ist in der Technik AG und ich mache mit dem ab und zu mal die Technik. Und meine Gedanken und meine Sachen, wofür ich mich interessiere, sind eher auf seinem Niveau als auf dem anderer Fünftklässler. Vorne in das Techniklager. Genau. Das sind hier die 3 XLR-Kabel. Die brauchen wir gleich, um... Aber das sind die von dem Mikrofon. Genau, das sind die von dem Mikrofon. Was ist denn das da unten? Das ist ein Multicore, kannst du mal nehmen. Da sind ganz viele XLR-Kabel in einem. Und jetzt auf das linke E drücken. Ah, nein. Ich finde das richtig gut, dass wir das hier machen. Mit dem Ganzen. Also wir verkabeln ja alles für Literaturtheater später. Das finde ich echt super. Okay, kannst loslassen. Und dann, wir machen, einigen uns jetzt drauf, dass das Display vorne ist, weil den drehen wir jetzt fest. Und dann siehst du, Vorsicht mit dem Kopf. Übrigens, Ben, nochmal danke dafür, dass du das hier alles mit mir machst. Ja, gern geschehen. Ist ja schön, wenn du was dazu lässt. Oh, ja. So, und jetzt? Was dazu und es macht mir Spaß. Bleib mal gerade oben. Ich hole gerade meinen Kabelbinder. Ich finde, dass du echt nett bist. Dankeschön. Bitte. Es gibt sehr viele Leute, die irgendwie genervt sagen, ach, frag wen anders oder so. Ja, das gibt's tatsächlich, aber leider. Ist ja gut, sein Wissen weiterzugeben. Ja. Legen wir einfach los, Stuhl für Stuhl. Und dann gibt's noch eine Sache zu beachten. Die kann man so einhaken. Genau. Der Grün ist auch schön. Kauf dich hier einen kleinen Laden. Ich hoffe, jetzt viel Idiot. Dann hat der Opa noch die Skizze hier gemacht und dann sind wir am Ende darauf gekommen, dass der Leuchtturm 3,70 Meter hoch werden soll. Ganz schön hoch. Ich bin oft richtig glücklich, wenn ich Sachen machen kann, die schön sind und wenn ich meinen Interessen nachgehen kann. Wenn ich da irgendwas finde, womit ich mich da halt beschäftigen kann. Und ich freue mich verdammt doll, dass es jetzt losgeht, weil ich wünsche mir es halt schon lange. Es waren immer andere Pläne, aber jetzt der Leuchtturm, da bin ich im Moment drin. Das wird super. Das ist super hier oben. Es ist ein richtig cooles Gefühl, so hoch über dem Garten zu sein. Oh, guck mal, ob du ihm die Hand reichen kannst. Ja! Manchmal fühle ich mich total allein und unverstanden. Also das ist eigentlich ganz klar. Mein Asperger-Autismus gehört halt einfach zu mir, so wie alles mir gehört. Meine Arme, meine Beine, also alles, was an mir dran ist. Und ich möchte halt vollständig bleiben, nicht irgendwie nur ein Stück von mir sein. Und wenn ich die Welt draußen noch besser verstehen lerne, dann wird alles leichter für mich.